Hallo, liebes Lieblingsrudel! Hallo, liebe Freunde des Landlebens! Heute starten wir unsere kleine neue Serie. Frag Mutti! Die besten Rezepte aus Muttis Buch. Aus Muttis Buch, genau. Und weil jetzt gerade Holunderzeit ist, haben wir gesagt, wir machen Holunderblütensirup und Holunderblütengelee. Ja, und damit fangen wir an. Und das zeigen wir euch in diesem Video. Zwei wundervolle Rezepte. Viel Spaß! Da geht die Mutti Gassi. Och Mensch, jetzt hast du mich so hüpfend davon gefilmt. Na ja, klar. Wie dieses Rotkäppchen. Ja, wir waren beide. Die Flasche Wein und der Kuchen. Beide wie Aber der Wolf ist da. Der Wolf ist da, ja. Das Körbchen ganz leer. Ja. Leider sind wir ja nicht fündig geworden. Nee, da war nicht so zu viel. Guck mal, ja. Ich habe mich auch noch mal... Wenigstens machst du dich auch zum Honk. Naja, logisch. Ja, okay. Ich bin immer dabei, mich zum Honk zu machen. Wir sind jetzt im Wald. Ja. Und versuchen, Holunder zu bekommen. Jetzt haben wir hier schon mal einen Baum. Aber der ist ziemlich groß. Und ich weiß nicht, wer klettert. Du oder ich? Die Hunde? Pippi klettert. Pippi klettert? Willst du klettern? Ich glaube nicht. Aber da ist eine Blüte, die sehe ich schon. Die Blüte genauer. Die hier, die sind nix, ne? So, und die hier, die haben sich jetzt hier schon so leicht geöffnet. So muss die ganze Blütendolde sein. Dann ist sie genau richtig. Ja, also ja. Sie darf nicht zu weit zu sein und sie darf auch nicht schon verblüht sein. Soll ich mal so einen Schweif machen? Oder was sagst du? Schwank? Schwenk. Schwenk. Hier ist ein Reitplatz übrigens, da wird jetzt gerade fürs Pferdeturnier nächste Woche aufgebaut. Also jetzt haben wir ja hier verschiedene Stadien. Der hier ist noch gar nicht zu, der ist so ein bisschen halb geöffnet. Die da ist gut, oder nicht? Die hier zum Beispiel ist gut. Die ist ja schon verblüht, das sieht man ja. Sowas dann nicht, ja. Aber welche, die so wie die hier, die sind wunderbar zum Ernten. Ne? Und vor allen Dingen, wo wir jetzt auch noch drauf achten müssen, wenn wir das jetzt mal abschneiden, dass kein Befall ist, ja. Ja. Weil die werden ja nicht gewaschen, weil wir wollen ja auch diesen Blütenstaub haben, wenn du das mal so siehst. Siehst ja. Du, ne? Die sind also ganz, die sind genau richtig. Okay, cool. Ab ins Körbchen. Ab ins Körbchen und dann können wir jetzt anfangen zu sammeln. Die erste ist schon drinne. Na super, jetzt geht's los. Diese hätten wir gar nicht Gassi gehen müssen. Hätten wir einfach nur bei euch vorm Haus gucken müssen. Das Gute liegt immer so nah. Ja, genau. Und vor allen Dingen, den ernte ich eigentlich auch jedes Jahr richtig schön ab. Ne? Ja, und dann immer mit deinem Heuschnupfen. Ja, da muss ich durch. Ja. Das ist nun mal so. Aber was haben wir gut hingekriegt? Naja, weil ich jetzt auch noch so eine schöne große Hilfe habe, ne? Ja. Das erste Mal in deinem Leben, ne? Dass du Gelee machst. Ja, auf jeden Fall. Essen tust du es ja schon seit Jahren. Es ist besser zu essen, als zu machen. Bitte. Ui, das sieht aber gut Für aus. Für den ersten Ansatz, wie man so im Laborjargon sagt. Laborjargon. Ja. Kommt die Laborantin wieder durch, ne? Genau. Da haben wir auch noch unseren roten Holunder. Den können wir noch ein paar dazu machen. Oh, wusste gar nicht, dass es den auch in Rot gibt. Ja, guck mal, das sieht doch schön aus. Das sieht aber hübsch aus. Ja. Und man könnte ja auch aus den Beeren später was machen. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber da also mein Holunder, Fall... Das ist ja jetzt, wird ja jetzt so Holunderblütensirup und Holunderblütengelee. Und ich lasse ja da immer noch was dran. Und wenn nachher die Beeren sind, dann kann man eben halt Holunder-Sirup machen von den schwarzen Beeren. Ne? Der ist dann etwas herber. Ja, das ist nicht so mein Fall, ja, muss ich sagen. Ich mag das auch nicht so, aber dein Vater trinkt ihn unwahrscheinlich gerne. Na, dann lassen wir ihm noch ein bisschen was dran. So, gut. Ich würde sagen, das reicht. Erstmal so. Und jetzt gehen wir einfach in die Sommerküche. So. Schön. Ach, guck. Ja, das sind die Eier. Die Hühnis. Wird alles aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben. Alles dokumentiert. So, guck. Ach, jetzt hast du ja schon alles vorbereitet hier. Ja, das müssen wir jetzt noch waschen. Die Orangen und die Zitronen. Dann habe ich jetzt hier noch Weißwein für das Gelee. Ach so, ich dachte für uns. Ja, kann man vielleicht auch mal, wie viel haben wir da jetzt drin, ne? Naja, okay. Eine Flasche ins Gelee und eine Flasche in uns. Eigentlich zwei Flaschen ins Gelee.
Achso, zwei Flaschen in uns. Gut, okay. Ich werde mal. Und noch, hier ist das Rezept. Hier gibt es ja verschiedene Rezepte. Ich habe einmal macht mein Holundergelee jetzt bloß mit Wasser. Dann gibt es ein Rezept mit Apfelsaft. Den habe ich auch früher gemacht. Der ist sehr lecker. Und ich mache aber seit Jahren, das Rezept habe ich von einer guten Nachbarin bekommen, mit Wein. Mhm. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Ching, ching. Tja. So. Ja, das Rezept schreiben wir euch in den Blog. Das auf jeden Fall. Falls das jemand, beide Rezepte. Falls das jemanden mal ausprobieren möchte. Genau. So. Den Link gibt's dann unten in der Videobeschreibung. Genau. So, jetzt schön abwaschen. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Auch wenn man Bio holt, muss es trotzdem ordentlich gewaschen werden. Das ist die kleine Bürste. Ja, wer weiß, wie viele Leute das schon angetatscht haben im Supermarkt. Genau, mit ihren Viren und Keimen und so. Na, gerade in der heutigen Zeit. Ja, muss man aufpassen. Mhm. Was macht ihr da? Tja, wir machen jetzt dein Lieblingsgetränk. Holunderblütensirup. Oh, das ist schön. Lecker. Da freut sich jetzt aber einer, oder? Jetzt sieht man nämlich auch mal den Herr des Hauses, müsste es rumstehen. Das ist immer die Bauaufsicht. Ja, die ist jetzt nämlich mal fleißig. Warum schrubbst du jetzt die Schalen? Macht man die nicht ab? Papa, die sind doch gespritzt. Und da muss ja auch Schale mit rein. So. Ach, da muss Schale mit rein? Mhm. Die werden jetzt so richtig schön klein geschnitten. Und da kann ich meiner Franziska auch ein Messer in die Hand drücken. Ich habe mehr. Meinst du, wenn die ein Messer in die Hand nimmt, das geht gut? Bürste habe ich jetzt bloß eine gehabt. Ja. Aber Messer habe ich mehr. Hast du nicht gesagt, sie soll das lernen? Deshalb ist sie jetzt mit aber bei. Du nimmst sie auch die Arbeit weg. Nein, jetzt muss sie arbeiten. Papa, ich brauche die Stichsäge. Mit einem Messer komme ich gar nicht klar. Das ist die Stichsäge, ja, genau. So, jetzt fangen wir mit dem Holunderblütensirup an. Ja, genau. So kann das aussehen. Wenn es fertig ist. Wenn es fertig ist, wenn man richtig schön gearbeitet hat. So. Ja. Erstmal haben wir 2 Liter Wasser. Genau. Schön in den Topf. Na. Das dann zum bisschen Feuer unterm Hintern machen. Feuer unterm Arsch. Zucker rein. Ja, das ist eine sehr hochprozentige Lösung. So, jetzt noch ein bisschen die gewaschenen Zitronen. Schön in Scheiben schneiden. Wir haben das jetzt ein bisschen aufgeteilt, weil ich bloß so einen kleinen Topf hatte. Haben das dann in 2 Töpfen gemacht. Ja, guck, ich kann doch mit dem Messer umgehen. Du bist fantastisch. Einwandfrei. Danke. Guck mal. So schöne Scheibchen sind das. Ja. Lecker. Und das hat immer so schön gerochen, ja. Mm. Mm. Da läuft mir direkt jetzt schon beim Vertonen wieder das Wasser im Mund zusammen. Ja. Echt? Dem Vater ist es erstmal aufgefallen, dass der Sirup nach Zitrone schmeckt. Das musst du dir mal vorstellen. Dem ist auch zum ersten Mal aufgefallen, dass da Schalen mit reinkommen. Niedlich. So, siehst du, es kommt noch ein bisschen Zitronensäure rein. Mhm. Ja? Und das dauerte echt mit dem Aufkochen. Ja, das dauerte ein bisschen ewig lange, aber es hat sich ja gelohnt. Ja. Ja. Und das muss sich dann praktisch alles auflösen. Das muss alles schön aufgelöst werden. Wir sehen ja, dass das jetzt alles trübe ist. Das wird nachher richtig schön klar. Ja. So, siehst du, da haben wir unseren ersten Topf, unseren ersten Ansatz. Ja. Guck mal, mit dem rosanen Blüten, das sieht doch schön aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, guck mal. Es war eine sehr delikate Angelegenheit. Ja. Es hat was, ja? Ja, macht Spaß. Und schmeckt lecker. Ja, hinterher. Na, das ist, aber es macht auch eine Menge Arbeit, ja? Das stimmt. Wenn man das dann so sieht. Guck, jetzt ist es schön klar geworden. Mhm, es blubbert auch das so schön. Stimmt, als ob du dir da schon mal Arbeit gemacht hast. Was möchtest das du stimmt. Na, das Arbeit ist auch trinken, ja? Ja, das, also, das mache ich ja auch. Guck, ja. Und dann fing es an, richtig zu duften, ne? Ja. Wenn diese heiße Lösung da drüber kommt. Eigentlich schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Ja, das finde ich auch. Das hat so richtig doll gerochen, ne? Mhm. Jetzt wird auch stellenweise durch die Hitze das so ein bisschen braun. Siehst du das? Mhm. Das macht aber nichts, ja? Das ist jetzt Kamera eben beschlägt. Ui. Keine Nahaufnahmen. Siehst du mal, dass es richtig heiß ist, ne? Oh, das dampft da vor sich hin, ne? Ja. Herrlich. Oh, der Topf, der steht ziemlich nah am Rand, dass der nicht runtergefallen ist. Na, wir sind doch vorsichtig. So, jetzt muss es abgedeckt werden und 3 bis 5 Tage stehen. Genau. Und das ist jetzt 3 bis 5 Tage später. Ja. Ich habe es mal im Zeitraffer jetzt gemacht, ja? Ja, wir wollen euch ja nicht langweilen, 3 Tage. Ich habe extra so ein altes Tuch immer dafür.
Während wir jetzt darauf warten, dass der Holunderblütensirup kocht. Findest du die Eier? Mache ich mal einen kleinen Schwank, Schweif oder wie auch immer du das sonst nennst, über die Eier. Pelle, Speedy, Trulla, Hermine, Camilla. Camilla ist mein Liebling. Und jedes Ei hat einen anderen Geschmack. Das ist Wahnsinn. Echt? Ja, wirklich. Die kriegen nur alle dasselbe zu fressen. Nee. Ja, aber es sind nochmal eine andere Hühnersorte. Und jedes Ei schmeckt anders. Das ist Wahnsinn. Das hat sogar die Nachbarin gesagt. Krass. Der hatte ich den Tag ein Paket Eier geschenkt. Und die hatte schon mal welche bekommen. Und die sagte, Wahnsinn, jedes Ei hat einen anderen Geschmack. Hm. Und als den einen Tag mal der kleine Junge hier war, der das Blaue mitnehmen wollte. Der hat ja dann ein blaues Ei mitgenommen. Der war total fasziniert, dass es blaue Eier gibt oder so grünliche. Der kennt ja nur braune und weiße aus dem Supermarkt. Ne? Mhm. Und der war so, der ist gehüpft und hat gesagt, Mama, Mama, das Huhn hat ein blaues Ei gelegt. So. Sehr schön. Nichts umkommen lassen. So, erstmal mit dem Rüssel drüber. Ja, ja, logisch. Und immer ein bisschen fächeln, siehst du? Ja. Wie das die Laborantin macht. So, machen wir jetzt auch einmal für nie euch. Nie einfach so mit dem Rüssel drüber. Ja? Kommt dein früherer Beruf durch, ja. Ja, es ist immer noch so ein bisschen drin. Ja, ja. Und ich kann auch unwahrscheinlich lange heiße Sachen halten. Mhm. Weil das ist in der Chemie gefährlich, das loszulassen. Unsere ja, Chemikerin mixt jetzt hier schön den Holunderblütensirup. Ja, den lecker. Trichter mal ein bisschen hochhalten, damit Luft durchkommt. Okay. Nicht, dass es anfängt zu blubbern. Blubbert das sonst? Na, wenn da unten ein Vakuum ist, dann muss ja das irgendwie... Wieder was ihr lernt. Weißt du? Chemie. Gucke, jetzt kommt da Franziskas. Labels. Ja. Mmh. Ist das süß. Oh. Oh. Hättest du die Zitrone nehmen müssen? Ja, hätte ich die Zitrone nehmen müssen. Aus einem alten Brett. Ja, die habe ich. Und das auch. Ja. So. Er schleicht aber hier auch immer rum, ne? Ja, er kann es nicht ab, wenn er mal nicht im Mittelpunkt steht. Ja, Herr Schneider? Haben wir nicht irgendwie was zu tun? Für einen Kunden? Er sagt, er muss 5000 Fotos durchgucken, aber irgendwie sehe ich ihn nicht 5000 Fotos durchgucken. Er hat sich noch nie so sehr für Holunderblütensirup interessiert, jedenfalls von der Herstellung wie jetzt. So, und jetzt geht's weiter mit dem Holunderblütengelee. Jetzt geht's ab mit dem Gelee, mit dem weinhaltigen Gelee. Das war mein Lieblingsauftrag. Ja, das glaube ich dir. So, jetzt erstmal die Holunderblüten schön rein. In eine große Schale. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen Wasser drüber, 500 Milliliter Wasser. Und jetzt kommt der Wein. Und jetzt geht's los. Immer rein mit dem Gebräu. Mutti. Du hast halt nicht alles in den Blüten. Hm. Das ist wieder typisch meine Tochter. Wir haben so hart gearbeitet. Ja, hast recht. Schüsschen. Auf dem Vormittag. 11 Uhr, da darf man schon. Ein bisschen was in die Blüten, ein bisschen was in ungeschnitten. Ja, ne? Viel zu schade. Und es ist so schön, wenn der Morgen mit so einem wenn der Morgen mit so einem schönen, gesunden Gelee beginnt. Ja, genau. Ne? Selber. Also. Lass mich auch mal, das sieht lustig aus. Komm. Der verdünnt, der machen wir halt mehr Wasser rein. Ja, oder? Das kann man auch. Also, oder Apfelsaft. Je nachdem, genau. Wie viel übrig bleibt. Ja, das ist immer so die beste Zeit, ja, wenn noch ein bisschen Wein überbleibt, ja. Und man den Rest vertilgen muss. Jetzt weiß ich auch, warum du morgens immer dieses Gelee isst, ja. Und dann der Tag so beschwingt für ja, dich du, anfängt. Ja. Ich wusste nicht, dass da Alkohol drin ist. Du hast ja mehr Alkohol drin als alles andere. Das naja, in der Charge nicht. In richtigen dicken Scheiben wird das draufgelegt. Auf ja, ich sehe dich ja morgens immer essen, mit dem Löffel isst du das Zeug. Das machst du ja nicht aufs Brot, das ist, so ja mit, das ist mir klar, wenn so viel Wein da drin ist. So, jetzt, das geht ein bisschen besser als der Sirup.
weil das ja dünnflüssiger ist, ich will das ausdrücken. Ich will das nochmal sagen. Also die Holunderblüten mit dem Wein und dem Wasser müssen dann 24 Stunden ziehen. Ja, das ist wichtig. 24 Stunden später, dann kann man das so schön durch das Geschirrtuch da durchdrücken. So, da haben wir jetzt unseren Saft. Es geht Saft, das ist Wein. Da muss man aufpassen, dass es nicht irgendwie anfängt zu brennen. Zwei Beutel Gelierzucker, also insgesamt ein Kilo. Gelierzucker 1:2. So, jetzt kommt der Gelierzucker rein. Ja, zwei dicke Pakete. Und dann Zitronensäure, das ist auch immer sehr wichtig. Mhm. Dr. Oetker. Wir haben jetzt keinen Werbevertrag. Nein. Ich will es mal sagen. Es war so, guck, noch jetzt, nicht mal Werbung aus Überzeugung. Jetzt muss es alles schön kochen. Genau. Jetzt kocht ihr den Wein da aus, ja? Ja, am Anfang schäumt das. Da ist doch der Alkohol jetzt in der Luft. Du, was meinst du? Das ist lebensgefährlich, darin zu kommen. Nee, wir hatten richtig Spaß. Ja. So, guck mal, da habe ich versucht, die Schildchen zu schreiben. Volltrunken. Holunder schreibt man übrigens nicht mit 2L, sondern nur mit einem. Wenn man nüchtern ist, schreibt man es mit einem. Das ist die Gelierprobe, ne? Genau. Jetzt sieht man gleich, es wird immer weniger. Seht da, wenn der Tropfen dann hängen bleibt, so, dann ist es richtig. Ich hole schon mal ein Toastbrot. Falls du noch gerade gehen kannst, wenn man jetzt so ein Geruchsvideo machen würde und man dann hier vielleicht in dieser Dunstwolke steht, wenn man das vielleicht ein bisschen optisch machen könnte. Ich kann da so grünen Dunst drüberlegen, wenn du möchtest. Ungefähr. So, und jetzt abfüllen. Ja. Ja. Jetzt wird das alles schön abgefüllt, gleich verschlossen. Aber was hast du da jetzt gemacht, Franziska? Das siehst du gleich. Zugeguckt. Nee, ich habe zugedreht und neue Gläser hingestellt. Ja, außerdem will ich mal darauf hinweisen, ja? Weil für die Freunde des Schnäppchenhauses. Da in der Sommerküche sind jede Menge Steckdosen. Ja, was natürlich schlecht ist, dass dass das Wasser an einer anderen Ecke ist und nicht neben Herd. Ja, das ist ungünstig. Ja, aber das ging nicht anders. Und man hat die Steckdosen gesehen. Man hat die Steckdosen gesehen. Ja, das war Rezept für Holunderblütensirup und lecker Holunderblütengelee mit Wein. Mit Wein. Sehr viel Wein. Mehr Wein als alles andere. Gut, okay. Wenn ihr das nachkochen wollt, habe ich euch die Rezepte dann auch nochmal in dem Blog aufgeschrieben mit allen Anleitungen und was ihr dafür braucht. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und als nächstes haben wir auch schon was geplant, wenn euch das interessiert. Ja, also das nächste Projekt, was hier angeht, das sind zum Beispiel unsere Johannisbeeren. Tada! Die brauchen jetzt ungefähr noch eine Woche und dann gehen wir das Projekt Johannisbeergelee an mit meinem Lieblingskochgerät, und zwar ist das der Entsafter. Den würde ich euch dann vorstellen. Und Wein. Kein Wein? Nein, diesmal kein Wein. Wir machen Gelee. Schnaps. Und vielleicht auch Likör. Johannisbeer-Sirup. Likör? Nee, der Sirup. Warum braucht man keinen Likör? Das machen wir, den Likör, den machen wir nachher dann mit den Pflaumen. Pflaumenlikör? Ja. Lecker. Der war richtig lecker. Ja. Wenn ihr das sehen wollt, unten kommentieren, auf jeden Fall den Daumen nach oben und unseren Kanal abonnieren. Da gibt es demnächst noch mehr von Frag Mutti, die besten Rezepte vom Landleben. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.